ist sie hin? Wie ist sie entkommen? Ist das... Sapna? Oh, hallo Mädchen. Komisch, dass ich euch hier treffe. Am Krater. Was machen Sie denn hier? Ich wollte hier die große Spinne studieren, denn ich studiere Spinnen. Wisst ihr noch, dass ich euch das erzählt habe? Bei euch zu Hause? Ja. Naja, wie auch immer. Ich muss los, um runtergesetztes, Fleisch zu kaufen. Schönen Gruß an den Professor. Hm. Wartet mal. Da geht's aber nicht zu den Rabatttüten des Fleischerladens. Nein, ich traue ihr nicht. Mädels, vielleicht sollten wir Sapna eine Chance geben. Sie gibt sich doch offensichtlich Mühe, mit uns auszukommen. Und der Professor mag sie wirklich. Ist ja nicht so, dass sie ihn uns wegnehmen will, oder? Hm, Mund auf, mein Prinz. Ich bin ja so froh, dass wir die Mädchen losgeworden sind. Sie waren wirklich eine Last, nicht wahr? Diese Frau muss weg. Liebe Sapna, ich bin es, der Professor. Ich bedauere dir mitteilen zu müssen, dass ich dich nicht mehr mag. Ich will mal. Ich finde, dass du dick, fett und blöd bist und nach Müll riechst. Tut mir leid, dass ich ein gemeiner alter Mistkerl bin, aber hey Baby, du weißt doch, wie es läuft. Hier ist ein Video von einem Hamster, der auf einem Kätzchen reitet. Das offizielle Trennungsformular ist angehängt. Unterschreib es und schick es innerhalb von 5 Werktagen zurück. Auf Wiedersehen, für immer. Sayonara, Troller. Perfekt. Ach, Sapna, warum hast du mich verlassen? Professor, was ist los? Ich fürchte, Sapna und ich haben uns getrennt. Ach, Sapna. Okay, Mädels, kommt her. Meine Freude, ich glaube, wir haben Mist gebaut. Und wenn wir Sapna einfach sagen, dass es uns leid tut? Oh, müssen wir das? Ach, Sapna. Ja, wir müssen das. Es ist so schwer, allein zu sein. Ich meine, ich dachte, er wäre der Richtige, weißt du? Ach, warum frage ich dich? Du frisst deine Männer. Miss Nero? Mädchen, was macht ihr denn hier? Ich habe mir keine Beziehungsratschläge von einer Spinne geben lassen oder so. Miss Nero, wir müssen Ihnen etwas gestehen. Wir haben Ihnen geschrieben, nicht der Professor. Es tut uns leid. Bitte kommen Sie wieder zusammen. Bitte. Ach, Mädchen, das habe ich doch gewusst. Ach ja? Ja. Abgesehen davon, dass es nicht nach dem Professor klang, benutzt er auch nicht die Schriftart Sprinkelmist. Aber deswegen habe ich nicht Schluss gemacht. Es ist kompliziert. Aber der Professor mag sie wirklich. Er hat sogar einen blöden Song über sie geschrieben. Ach, Sapna, oh Sapna, mein Süden und mein Norden. Ohne dich ist mein Leben so sinnlos geworden. Kommen Sie, so schlimm ist es nicht. Oh, ihr könnt das nicht verstehen. Nein, Sie verstehen das nicht. Der Professor liebt Sie.